Unsere Versammlung ist und heißt Tag der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Findet an einem festen Versammlungsort statt und ihr seht das alles abgegrenzt hier auf dem Theaterplatz mit einem Flatterband. Und die Rechtsgrundlage unserer Versammlung heute ist natürlich das Versammlungsgesetz in der Fassung von 1978, geändert am 12.08.2008. Einmal Helikopter bitte. Ich finde es auch blöd, aber es ist halt so. Über den Verein hat übrigens einer der heutigen Redner, Ralf Ludwig, Folgendes gesagt. Es ist einfach zu feucht und zu kalt. Ich bin von Beginn an in diesem Dachverband engagiert. Wir bauen seit geraumer Zeit an einer Vernetzung der Demokraten in Deutschland. Von linksliberal bis konservativ stehen wir für die Werte Freiheit, Freiheit, Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der Verein lädt alle Menschen ein, sich in der wachsenden demokratischen Bewegung zu beteiligen. Bringt euch ein. Im Dachverband geht es wieder um echten politischen Streit, um eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, in der Andersdenkende eben auch mal anders denken können und sich auch irren, ohne diffamiert zu werden. Der Verein ist der runde Tisch, den die Bewegung braucht, um endlich politische Forderungen zu formulieren. So, und zu guter Letzt noch lieben Dank an Klaassen Ratz, für sein unermüdliches Engagement und großes Geschick, Brücken zu bauen, Gräben zu schließen und immer wieder Menschen mit den verschiedensten Ansichten an einen Tisch zu bekommen oder wie heute hier auf die Bühne. Klaassen, willkommen zu deinem Heimspiel. Danke euch allen. Politik ist manchmal ein Glatteis, merkt man auf der Bühne. Auf Glatteis geführt haben eine ganze Gesellschaft derzeit handelnde Politiker. Deswegen stehen wir heute hier an einem denkwürdigen Tag, zu einer denkwürdigen Zeit. Und ihr alle, ihr Weimarer, wisst das ganz bestimmt, dass exakt um 15.15 Uhr im Jahre 1919 hier im Deutschen Nationaltheater Friedrich Ebert mit seiner Rede in der ersten Nationalversammlung begonnen hat. Das hier verbindet uns heute. Heute ist ein Tag, an dem die Republik in Bewegung geht. Das ist sie letztes Jahr schon auf vielen Demonstrationen und man hat viele vermäht und verschmäht. Nein, diese politische Bewegung ist jetzt in einem politischen Arm gemündet, der sich Bürger für Deutschland nennt. Und deswegen darf ich euch alle ganz herzlich hier in Weimar begrüßen. Ich begrüße euch ausdrücklich bei eigentlich Hamburger Schmuddelwetter und weiß, dass Hamburger hier sind und mir es nicht übel nehmen werden. Ich bedanke mich ausdrücklich in meiner Person bei der Kooperation der Stadtverwaltung Weimar und der Weimarer Polizei, die das heute hier so möglich gemacht haben. Und ich bitte euch auch, weil auch die einen harten Job und eigentlich das, was sie teilweise tun müssen, 4 Kinder auf einem Schlitten vom Inselsberg nach Hause zu bringen, weil sie Abstandsregeln nicht einhalten, nicht machen wollen. Die Polizei ist da, um uns zu schützen und in diesem Land für Ordnung und Recht zu sorgen und nicht Menschen darauf Acht machen, dass sie im Wald spazieren gehen oder nicht. Dafür brauchen wir nicht die Polizei, dafür können wir auf uns selbst aufpassen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier heute auf unsere Sicherheit achten. Denn ich habe eines gelernt, ich bin in der DDR groß geworden, da hieß es immer, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und so, meine Damen und Herren, soll das auch in Zukunft sein. Wir wollen keine Bilder sehen, in denen die Polizei Gewalt anwenden muss gegen Demonstranten, weil sie Befehle ausführen muss. Wir wollen keine Bilder von Gewalt in diesem Land sehen wie in Holland. Nein, das alles wollen wir in diesem Land nicht. Und wer in diesem Land eine andere Meinung hat als die derzeitige Regierungspolitik, ist nicht immer ein Rechter. Und hier auf diesem Platz sehe ich auch keinen. Hier stehen Menschen mit Sorgen. Menschen mit Ängsten und Nöten. Günther von Dreyfus, ich weiß nicht, wann er sein letztes Konzert gegeben hat.
hier unten irgendwo in der Menschenmenge ist mein ganz persönlicher Freund für die Weimarer, ihr alle kennt ihn, Kani, mit seiner lieben Frau Sigrid. Auch einen herzlichen Applaus an Kani. Ich glaube, er hat nicht einen Herzinfarkt und er hat nicht so viel Leid überstanden an seinem eigenen Körper, um jetzt im hohen Alter kein Rock'n'Roll spielen zu können. Und hier unweit, ihr seht es, das Eiscafé ist zu, das Pomodoro ist zu, die Stühle da drinnen dürfen nicht belegt werden. Da vorne irgendwo ist auch ein Friseur. Meine Damen und Herren, wir müssen lernen, mit etwas umzugehen, was uns alle bedrückt. Einer Krankheit. Aber wir können keine Gesellschaft auf Dauer lähmen und wir können keine Gesellschaft in ihrem inneren Zusammenhalt daran bis zu einer Zerreißprobe bringen, die es nicht mehr aushält. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die ersten beiden Redner. Das ist Yvonne Nörn und Steffen Teichmann. Beide sind Unternehmer. Der eine hat ein Fitnessstudio und der andere, hat ein junges Unternehmen im Jahr 2019 aufgemacht und war Existenzgründerin. Und sie ist durch die Maßnahmen ins Nichts geschickt worden, auch ins ökonomische Nichts. Und deswegen begrüße ich die beiden in einer Duo-Rede auf diesem Theaterplatz und freue mich ganz besonders auf Steffen Teichmann, Yvonne Nörn. Und zu Yvonne gibt es etwas Besonderes zu sagen. Sie hat vor wenigen Tagen im Internet einen Spendenaufruf für ihr eigenes Überleben als Unternehmerin gestartet. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ein Unternehmer muss in diesem Land einen Spendenaufruf starten, damit er seine Miete, seine Kinder ernähren kann. Ich weiß nicht, Demokratie und ein guter, fürsorgender Staat sehen für mich halt anders aus. Und ihr könnt die Yvonne unterstützen auf www.starttrekst.com/kinder-und-familien-stärken. Das ist ihre eigene Spendenpage. Da sind jetzt schon 2.274 Euro eingegangen. Und um ihr Spendenziel zu erreichen, fehlen ihr noch ein paar hundert Euro. Wenn ihr nachher auf Yvonne zugeht, lasst es euch nochmal von ihr persönlich geben. Vielleicht ist es auch ein guter Tag für Yvonne, von hier heute mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, dass sie die nächsten 3.000 Euro für die nächsten Monate hat, um Miete und Kühlschrank halbwegs zu füllen. Und jetzt freue ich mich auf eure Reden. Könnt ihr mich verstehen? Ja, sieht gut aus. Ich habe gerade schon zum Steffen gesagt, es ist eine Weile her, dass ich auf einer Bühne stand und vor Menschen gesprochen habe. Normalerweise mache ich das, indem ich halt das in meiner Arbeit tun kann mit meinen Kindern und mit meinen Familien. Und wie der Klaassen ja gerade schon gesagt hat, geht das jetzt leider eine Weile nicht. Ich habe eine ganze Weile überlegt, was ich heute erzähle, wenn ich hier auf dieser Bühne stehe, weil ich denke, die Betroffenheit ist bei allen da. Ich brauche jetzt nicht erzählen, wie es allen Unternehmern geht, außer mir, auch den ganzen Friseuren, den Gastronomen, den Kosmetikerinnen, den ganzen Kleinunternehmen, die da gerade betroffen sind. Ich denke, das ist uns mittlerweile allen bekannt. Und ich möchte auch nicht darüber philosophieren, wie schlimm das im Moment alles ist, weil ich denke, das bringt uns an der Stelle nicht weiter. Wir wissen das mittlerweile alle. Die meisten von uns sind sehr, sehr gut auch informiert und belesen sich auch, sind in den Kanälen sehr gut vernetzt. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, nochmal darauf hinzuweisen oder auch nochmal darüber zu erzählen, was mich die Woche sehr betroffen gemacht hat. Ich habe dieses Interview bzw. diesen kurzen Spot von der, muss ich mal ganz kurz gucken, diese Sat.1-Moderatorin, ich glaube Marlene Laufen hieß sie. Und die hat sich tatsächlich... Technik, die begeistert. Die hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, weil es ja vorher immer hieß, sind alles Kollateralschäden und das müssen wir alles so hinnehmen und was ist denn mit den Kindern und was ist denn mit den Menschen, die das alles auch psychisch mitnimmt. Und die hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat ganz viele Institutionen angerufen und hat danach recherchiert. Und die hat unter anderem auch
mit der Gewaltambulanz der Charité gesprochen, die natürlich einen massiven Zuwachs an Gewalt auch erfährt oder auch bestätigen kann. Das Sorgentelefon für die Jugendlichen hat einen ganz massiven Anstieg an Beratungsbedarf aufgezeigt. Was mich persönlich sehr betroffen macht, ist, dass wir in Deutschland, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 800.000 von Anorexie, also Magersucht, betroffene Menschen haben. Und dass auch da die Anzahl der bedürftigen Plätze ganz massiv ansteigt. Mich macht das deshalb so betroffen. Ich war selber mit 18 Jahren von Magersucht betroffen. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was die momentane Situation für Menschen, die psychisch krank sind, bedeutet. Und das ist das, was mich ganz arg betroffen macht. Und das ist auch der Grund, warum ich seit Mai letzten Jahres auf die Straße gehe. Ich habe im Mai letzten Jahres die erste Kinderdemo in Jena organisiert, Klappe auf für Kinderrechte. Was mich ganz besonders schockiert ist, dass eigentlich schon letztes Jahr eine Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, und zwar am 20.04. rauskam, in der damals schon gesagt wurde, ich zitiere, Kinder und Jugendliche wurden in den bisherigen Entscheidungsprozessen nicht als Personen mit ebenbürtigen Rechten gesehen, sondern als potenzielle Virusträger. Sie wurden in ihren Lebenswelten massiv eingeschränkt, nicht zum eigenen, sondern zum Schutz anderer. Die Betrachtung von Kindern nicht aus ihrer eigenen Perspektive, sondern als Mittel und Zweck widerspricht ihrer persönlichen Würde. Sie werden nicht gefragt, was sie in dieser Situation benötigen und was sie vermissen, was ihnen gut tut und was die Gesellschaft für sie tun kann. In den politischen Beratergremien fehlen bis heute Experten für Kinder und Jugendliche. So sind keine Kinder- und Jugendärzte, keine Pädagogen vertreten. Und ein großer Teil der Bevölkerung wird somit gar nicht berücksichtigt. Und wenn ich dann noch daran zurückdenke, dass es letzten Frühherbst hieß, mit dem Wissen von heute müssten wir keine Kindergärten und keine Schulen mehr schließen, dann dreht sich mir bei der momentanen Betrachtung der Situation wirklich der Magen um. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist verheerend, dass mittlerweile 10 Monate dieser Zustand mal mehr, mal weniger ein bisschen dürfen. Sie gehen dann wieder nicht, dann werden sie in Gruppen eingeteilt, momentan ist ja wieder mal nicht. Dass im Moment Kinder nicht von dem Status einer Virenschleuder entlastet werden und immer noch, und das ist das, was ich fatal finde, wir jetzt an so einem Punkt sind, obwohl es letztes Jahr im April ein Urteil gab, dass Kinder im Unterricht keine Masken tragen sollen. Das hat in Jena die Montessori-Schule durchgesetzt. Und jetzt aktuell sitzen unsere Kinder im Unterricht, die gehen dürfen, die Abschlussklassen dürfen ja gehen, sitzen mit Maske im Unterricht. Also das ist etwas, das ist für mich unerträglich. Und weil ich weiß, was das mit den Kindern macht, habe ich letzte Woche Mittwoch eine Kinderselbsthilfegruppe in Jena gegründet und mache jetzt mit den Kindern Krisenbewältigung, weil das ist ja Gott sei Dank gesundheitsrelevant und das darf sein. Also man sieht, es gibt Möglichkeiten und ich werde mit den Kindern, auch wenn ich dazu nur einen Tropfen auf den heißen Stein anbieten kann, natürlich versuchen zu arbeiten, deren Sorgen, Nöte aufzugreifen, deren Ängste miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist das, was ich im Moment einfach tun kann und das mache ich gerne. Und dieses Angebot ist kostenfrei und es gibt eine Zwergengruppe und eine Kindergruppe und eine Teenie-Gruppe. Und wer da Bedarf hat, ich habe in Jena das Trainingszentrum. Die Räume stehen im Moment sowieso leer, durch das ich nicht arbeiten kann. Aber so kann ich den Kindern wenigstens eine kleine Notinsel bieten. Und wer da Bedarf hat, soll sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Okay. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Steffen Teichmann, ich komme aus Saalfeld, bin seit mehreren Jahren Stadtrat, bin stellvertretender Vorsitzender der Partei Bürger für Thüringen, bin seit 28 Jahren in Saalfeld selbstständig und damit stark betroffen. Wir Bürger für Thüringen sind eine junge Partei, eine Partei, die für Dialog steht. Deshalb sagen wir Mut zur Meinung. Auch die heutigen Redner kommunizieren ihre Meinung. Diese Meinung muss nicht zwangsläufig mit unserer Meinung übereinstimmen, aber wir müssen miteinander reden. Wir müssen uns austauschen, wir müssen die Meinung der anderen akzeptieren, anhören. Denn das ist die Grundlage für einen demokratischen Dialog. Unser Betrieb ist jetzt innerhalb der letzten 11 Monate, insgesamt 6 Monate zwangsgeschlossen. Ich weiß, dass es vielen Betrieben genauso geht wie uns und wir werden auch die nächsten Monate voraussichtlich noch geschlossen sein. 6 Monate
Unsicherheit, Angst und Sorgen. Niemand kann ermessen, was das mit einem Menschen und der Familie anrichtet. Die staatliche Bazooka, die eigentlich eine Unterstützung sein sollte, hat uns leider voll abgeschossen. Im Frühjahr bekamen wir weniger als ein Zehntel des Verlustes ersetzt und Stand heute haben wir von der Novemberhilfe noch keinen Cent gesehen. Das ist wichtig, dass ich... Wie gesagt, ich weiß, dass es vielen Unternehmen so geht. Als unser Unternehmen am 2. November wieder zwangsgeschlossen wurde, fragte mich ein Journalist, wie wir denn in 4 Wochen die Eröffnung planen würden. Ich war völlig resigniert und sagte ihm, dass Frau Merkel uns ganz sicher vor Ostern nicht öffnen lässt. Er glaubte es mir nicht, aber Stand heute sind wir auf einem guten Weg, dass genau das passieren wird. Warum war ich mir damals so sicher, dass es sein wird? Man hat uns, die Gastronomie und andere Betriebe geschlossen, ohne dass in diesen Betrieben ein Infektionsgeschehen nachweisbar war. Man hat uns geschlossen mit der Begründung, die Zahlen sollen sinken. Die Frage war, wie sollen die Zahlen sinken, wenn ich Unternehmen schließe, die für die Erhöhung nicht verantwortlich sind. Das ist völlig unlogisch, das kann nicht funktionieren. Diese Logik begreift jedes kleine Kind. Und genauso kam es auch, wir wurden geschlossen, die Zahlen sanken nicht. Das bittere Fazit ist, wir, die geschlossenen Betriebe, sind Bauernopfer in einer von Aktionismus geprägten Politik. Wir wurden geschlossen, um das Versagen und die Versäumnisse der regierenden Politiker zu kaschieren. Heute habe ich eine sehr große Angst um unsere wirtschaftliche Zukunft und ich mache mir große Sorgen um unsere Familie. Und ich habe es Anfang November gesagt, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe heute die Schnauze gestrichen voll. Ich habe die Schnauze voll, auch aus einem anderen Grund heraus. Ich bin seit vielen Jahren Fitnesstrainer aus Leidenschaft. Die Regierung sagt, wir führen die Maßnahmen durch, um die Risikogruppe, die Älteren, zu schützen. Aber es ist nicht nur so, dass wir die Schnauze voll haben, sondern wir machen uns auch Sorgen. Und zwar ist es so, ich mache mir Sorgen über die immer tiefer greifende Spaltung unserer Gesellschaft. Alt gegen jung, krank gegen gesund, gesichertes monatliches Einkommen gegen Unplanbarkeit, vermeintliche Sicherheit gegen Lebensfreude und soziale Nähe. Und jetzt kommt auch noch dazu, geimpft gegen nicht geimpft. Also so weit sind wir mittlerweile schon. Ich mache mir Sorgen wegen der Rhetorik unserer regierenden Politiker. Eine Rhetorik, die ausschließlich auf Angst, Verbote, Alternativlosigkeit der Maßnahmen setzt und eine Verunglimpfung der Fragesteller nach sich zieht. Es sind doch gerade die kritischen Fragen, die offenen Gedanken, die jede Demokratie und jede Wissenschaft bereichern. Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit und vor allem die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wie schnell nehmen wir jede Einschränkung für sie hin, nur weil sie es duldsam und leise ertragen? Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurden unsere Grundrechte so schnell, so nachhaltig und so lange gefolgt genommen. Ich mache mir auch Sorgen um unsere gemeinsame Zukunft in diesem doch schönen Land. Seit vielen Jahren hat unser Land eine Polarisierung erfahren, dass unterschiedliche Meinungen nicht mehr normal oder als förderlich oder als selbstverständlich angesehen werden. Entweder bist du dafür oder ein Nazi oder ein Querdenker halt. Ich mache mir Sorgen um unsere wirtschaftliche Stärke und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland. Lobbyarbeit, viel Geld und Politiker entscheiden über Systemrelevanz oder eben nicht. Und damit
über das Überleben der Einzelnen. Die Leisen, die Fleißigen, die Redlichen gehen in diesem System unter. Ich mache mir auch Sorgen um den Sozialstaat und den damit verbundenen sozialen Frieden in Deutschland. Die Sozialkassen werden gerade geleert, als wenn es kein Morgen gäbe. Es ist abzusehen, dass bald nicht mehr genug Steuergeld für alle bisherigen sozialen Leistungen da sein wird. Und dass eh schon nicht genug Geld da ist, das sehen wir ja auch gerade, Steffen hat es vorhin gesagt, dass nicht mal die Fördergelder für November, Dezember wirklich bei den Leuten ankommen, die sie ganz, ganz dringend brauchen. Ich mache mir Sorgen um die Überforderung unserer Menschen und unserer Gesellschaft. 11 Monate permanente Angst, Verunsicherung, tägliche Panikmeldungen, und die extremen Mehrbelastungen in der Familie und auf Arbeit. 24 Stunden am Tag. Jeder, der betroffen ist, weiß, was ich meine. Wie lange können die Betroffenen, die Menschen, die Gesellschaft das noch leisten? Ich mache mir auch Sorgen darüber, dass wir in Deutschland nicht mehr miteinander reden und auch nicht diskutieren. Es wird sofort in Gut und Böse unterteilt, in Dafür oder Dagegen. Und dann folgen Beleidigungen, Unterstellungen und Diffamierungen. Zu Beginn der Krise habe ich geglaubt, gehofft, gearbeitet, unterstützt und ich habe Fragen gestellt und ich war der Meinung, dass es gewollt ist. Aber Fragen nach unlogischen Maßnahmen sind nicht gewollt. Fragensteller werden in die Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und Nazi-Ecke geschoben. Das darf in unserer Demokratie nicht vorkommen. Ich dachte, es wären nur Fragen. Aber stellt man Fragen, ist man sofort der Zyniker, der Leugner, der Koidiot. Das hat mir, dass ich das Leben unserer Älteren, unserer besonders Schützenswerten, auch meine Familie, dass mir das nicht wichtig wäre, das hat mich extrem getroffen. Das tut richtig weh. Liebe Andersdenkende, liebe Verängstigte, liebe Vorsichtige, liebe Solidarische, liebe Sorgenvolle, in jedem von uns steckt etwas von euch. Wir haben alle die gleichen Ziele. Ein freies, selbstbestimmtes, glückliches, gesundes und langes Leben. Für uns, für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Als Grundlage jeder Diskussion muss ein sowohl als auch gelten. Besinnen wir uns auf unsere Werte wie Toleranz, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, um gemeinsam den Weg für ein wahrhaft demokratisches, friedliches und freies Deutschland zu gehen. Und vor allem alle, die hier auf dem Platz stehen, alle, die uns im Livestream sehen, alle, die uns zuhören. Wir Deutschen müssen endlich wieder lernen, mit aufrechtem Rückgrat, mit Selbstbewusstsein unser Land wieder in eine gute Richtung zu führen und für das, was wir wollen, auch einzustehen und gerade zu stehen. Und deshalb fordern wir ausschließlich Sachlichkeit in der gesamten Corona-Debatte. Wir fordern eine permanente Prüfung der Maßnahmen, der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sowie deren regelmäßige Kontrolle, Anpassung durch ein breites Expertengremium. Und wir brauchen ein klares Ziel. Schluss mit Angst- und Panikkommunikation. Wir fordern eine sofortige Beendigung des Demokratieabbaus. Wir fordern eine realistische Lösung für alle dauerhaft geschlossenen Betriebe, damit das Unternehmen oder damit diese Unternehmen wirtschaftlich auch für die nächsten Jahre gesichert sind. Wir fordern die sofortige Öffnung der Schulen, der Kindergärten, der Freizeiteinrichtungen. Und wir fordern die unsägliche Schuldpropaganda und Manipulation unserer Kinder sofort zu beenden. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke den Steffen und der Yvonne. Und jetzt auf unserer Bühne das, was viele eben nicht für möglich halten. Dass ein Klaassen Ratz
der aus einer ganz anderen politischen Richtung kommt, der aus dem konservativen Lager dieses Landes kommt, mit Ralf Ludwig auf einer Bühne steht. Wir haben uns kennengelernt, wir wissen, wie wir uns die Meinung sagen können, nämlich mit Respekt, im Zuhören und versuchen im Verstehen. Denn wenn ein Anwalt Demonstrationen organisiert, dann habe ich mir den Gedanken gemacht, entweder hat er in der Kanzlei zu wenig zu tun oder ihn bewegt wirklich etwas. Und was ihn bewegt, das wird er euch jetzt selbst sagen. Ich weiß, wenn wir begreifen, was unsere Herzen bewegt, dann ist diese Republik in Bewegung. Und einer, der sie im letzten Jahr mit in Bewegung gebracht hat, ist Ralf Ludwig. Und bevor er anfängt zu reden, habe ich noch die dringende Bitte, weil ihr ihn reden hören wollt, haltet die Abstände, macht noch einmal den Prunkkreisel. Und macht ihn bitte noch einmal, und alle die, die keine Mund-Nasen-Befreiung haben auf diesem Platz, setzen Sie bitte wieder auf. Ansonsten sind nicht wir diejenigen, die es kontrollieren können, sondern es wird das Ordnungsamt Weimar und die Polizei sein. Ich möchte das nicht für euch. Und deswegen haltet euch bitte an die uns gegebenen Regeln, auch wenn sie uns nicht gefallen. Aber wir wollen hier ein politisches Signal setzen. Und deswegen bitte ich euch um die Disziplin für 90 Minuten. Danke. So, hallo Weimar. Ich bin noch nie in Weimar gewesen, aber ich freue mich, dass es das erste Mal geklappt hat. Ich wollte so oft hierher kommen, bin auch so oft dran vorbeigefahren, aber war noch nie da. Weimar ist Thüringen und ich möchte eine Geschichte heute erzählen über Bodo. Bodo ist der Ministerpräsident dieses Bundeslandes. Und Bodo Ramelow ist eine Gefahr. Bodo Ramelow ist sogar eine potenziell tödliche Gefahr. Und weil er so gefährlich ist, muss jeder von ihm 1,50 Meter Mindestabstand halten. Und damit wir vor dieser Gefahr geschützt sind, trägt Bodo Ramelow eine Maske. Denn wenn er was sagt, wenn er mit uns redet, dann kann uns das töten. Das heißt, die Worte von Bodo Ramelow sind potenziell tödlich. Ich könnte auch jeden beliebigen anderen Namen hier in Deutschland nennen, weil die Regierungen, die Landesregierungen und die Bundesregierung dieses Landes sagen, dass wir alle eine potenziell tödliche Gefahr sind. Also kann ich mich hier auch auf die Bühne hinstellen und kann sagen, Bodo Ramelow ist eine potenziell tödliche Gefahr. Weil er das ja selber in die Verordnungen schreibt, die uns hier davon abhält, unsere Geschäfte zu öffnen, die uns davon abhält, dass unsere Kinder in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen und so weiter und so fort. Hat Bodo Ramelow die Möglichkeit zu beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist? Nein, die Möglichkeit hat er nicht. Er könnte einen Test machen, er könnte sich impfen lassen, er könnte mit sich machen lassen, was er wollte medizinisch. Bodo Ramelow könnte niemals beweisen, dass er keine potenziell tödliche Gefahr ist. Und weil er das nicht beweisen kann, muss er Abstand halten, eine Maske tragen, darf kein Geschäft führen, darf seine Kinder nicht in die Schule schicken, darf seine Eltern nicht in einem Seniorenwohnheim besuchen und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese Idiotie mal vor Augen führt, dann kann man auch mal in unser Grundgesetz gucken. Denn das, was uns immer erzählt wird, dass es hier darum geht, Leben zu schützen, weil das der Lebensschutz so wichtig wäre, das stimmt. Aber Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt nicht, dass der Staat verpflichtet ist, das Leben aller Menschen zu schützen. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat das Bundesverfassungsgericht in einer wunderbaren Entscheidung aus dem Jahre 2006 zum sogenannten Luftsicherheitsgesetz nochmal aufgeschrieben. Da ging es um die Frage, darf der Staat ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, das auf irgendeine staatliche Einrichtung zufliegt. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht gefragt, darf der Staat Leben gegen Leben aufrechnen?
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine klare Antwort dazu. Es hat gesagt, nein, das darf der Staat nicht. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Ich lese jetzt vor, was das Bundesverfassungsgericht uns sagt, bisher gesagt hat. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst. Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt es die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Ein Mensch, der eine potenziell tödliche Gefahr ist und nicht die Möglichkeit hat, zu beweisen, dass er keine Gefahr ist, der ist ausschließlich ein Objekt des Staates. Das, was hier passiert, ist ein Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Aber es ist unsere Aufgabe, es ist eure Aufgabe, das zu beenden. Wir sind das Volk. Und wir sind der Souverän in diesem Land. Und wenn der Staat Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, das wichtigste Grundgesetz unseres Staates, nicht mehr beachtet, dann müssen wir uns wehren. Das ist unsere Aufgabe. Eine Möglichkeit, sich zu wehren, und das ist meine Profession, ist es, zu Gericht zu gehen. In letzter Zeit haben wir nicht viele positive Entscheidungen von Gerichten bekommen. Insbesondere waren die positiven Entscheidungen, die wir bekommen haben, eher nur so Gleichbehandlungsentscheidungen. Man hat das in Bayern gesehen. Da wurde gesagt, es kann ja nicht sein, dass man Indoor-Sport nicht erlaubt, Fitnessstudio doch. Was hat der Staat gemacht? Der hat dann halt die Fitnessstudios auch geschlossen. Das ist das, was passiert. Aber es gibt eine sehr mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland. Und diese mutige Gerichtsentscheidung in Deutschland kommt erstaunlicherweise hier aus Weimar. Vielleicht auch nicht erstaunlicherweise aus Weimar. Da kann man vielleicht denken, dieser Richter hat irgendwie seine Menschlichkeit erkannt. Das mag sein. Aber das Wesentliche, was dieser Richter gemacht hat, dieser Richter hat ins Grundgesetz geguckt und hat gesagt, wenn ich das Grundgesetz richtig anwende, sind diese Verordnungen, die uns hier alle so einengen, sind diese Verordnungen richtig, ja oder nein? Und dann hat dieser Richter gesagt, nein. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbietet das, was in diesem Land gerade passiert. Es ist nicht zulässig. Der Mensch darf nicht zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Wir Menschen haben qua unseres Menschseins das Recht, frei zu sein. Wir haben das Recht, dass der Staat sich nicht in unser Leben einmischt. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, dass der Staat das macht. Und natürlich steht in Artikel 2 Grundgesetz, dass der Staat auch verpflichtet ist, das Leben von Menschen zu schützen. Nur was bedeutet es denn, das Leben zu schützen? Ja, es gibt ein Virus. Ja, es gibt eine Krankheit. Das ist eine Naturkatastrophe. Diese Naturkatastrophe tötet möglicherweise auch Menschen. Aber diese Naturkatastrophe ist nicht verantwortlich dafür, dass Menschen sterben. Aber für jede Maßnahme, die der Staat ergreift, ist ein Mensch dafür verantwortlich, dass andere Menschen sterben. Und das darf der Staat nicht. Es ist die Aufgabe von Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten, das Grundgesetz zu schützen. Notfalls schützen wir das Grundgesetz auch gegen die Regierung. Wir schützen das Grundgesetz auch gegen eine Mehrheit einer in Panik versetzten Bevölkerung. Weil die Geltung von Grundrechten ist keine Frage von Demokratie. Grundrechte und Menschenrechte gelten universell und darüber kann man nicht abstimmen. Und niemand kann sagen, alte Menschen sollen im Altenheim isoliert sterben, weil wir mit einer Mehrheit darüber abgestimmt haben. Keine Mehrheit dieser Welt hat das Recht, das zu tun.
Menschenrechte sind universell und sie gelten immer und überall. Und niemand von uns muss sich zu einer Gefahr machen lassen. Niemand von uns muss sich zu einem Objekt machen lassen. Wir sind Subjekte, wir sind Menschen und wir haben das Recht zu leben. Und wenn der Staat meint, uns dieses Recht nehmen zu können, dann haben wir das Recht, uns dieses Leben zurückzuholen. Und das ist das, was ihr alle nie vergessen dürft. Was wir nicht wollen, was der Klaassen gerade gesagt hat, was ich nicht will. Ich will keine Bilder wie in Holland haben. Ich will nicht, dass es irgendwelche gewalttätigen Bilder gibt. Aber wenn der Staat so weitermacht, wenn der Staat weiterhin hier dafür sorgt, dass Menschen ihre Existenzgrundlage genommen wird, dass den Kindern die Möglichkeit der Bildung genommen wird. Ich habe gestern gerade mit einem Kollegen von mir gesprochen, der hat gesagt, eine gute Freundin von ihm, die ist Klinikchefin und die hat gesagt, wir haben hier kein Problem mit Corona. Wir haben aber ein Problem mit geschlagenen, misshandelten, vergewaltigten Kindern und zwar so viel, wie wir bisher nie gehabt haben. Das ist das, was in diesem Land gerade passiert. Die Menschen werden eingefärscht, den Menschen wird die Möglichkeit genommen, für ihre Existenz zu sorgen. Die Kinder sind zu Hause, die Eltern sind zu Hause und werden wie Objekte völlig, ich kann es kaum sagen, also sie werden ja zu Objekten gemacht, sie werden niedergemacht, hier steht gerade Sklaven, genau, wir sind auch keine Sklaven. Wir sind freie Menschen und es ist unsere Aufgabe und es ist eure Aufgabe und es ist meine Aufgabe, sich diese Freiheit zurückzunehmen. Ich spreche in diesem Zusammenhang auch eine klare Warnung an die Regierung aus. Ich kriege ja relativ gut mit, was passiert. Und ich kriege mit, wie viele Menschen sich dieser Widerstandsbewegung anschließen. Wenn ihr wollt, dass das Ganze friedlich endet, wenn ihr wollt, dass das Ganze politisch endet, dann hört auf Menschen wie Klaassen Ratz, dann guckt euch an, wer da alles auf der Straße unterwegs ist und redet mit denen. Genau das, was meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Die Regierung hat noch eine Möglichkeit, nämlich sich jetzt mit uns hinzusetzen. Es wird, glaube ich, nachher noch eine Initiative geben, sich mit uns hinzusetzen und mit uns zu sprechen. Denn noch so ein Jahr wird nicht friedlich verlaufen und ich möchte, dass es friedlich verläuft. Aber wenn die Regierung weiterhin uns die Rechte nimmt, werden wir sie uns zurückholen. Und das sogar mit Recht. Dankeschön. Es mag seltsam sein für viele, aber das ist ein neuer Schulterschluss in diesem Land. Diese Republik ist ab heutigen Tag in Bewegung und Sie alle können in Ihre Familien gehen und sagen, am 26.09. habt ihr die Möglichkeit, diese Regierung abzuwählen. Wir müssen nicht stolz auf das sein, was Mr. Macron in Frankreich macht, aber seine Bewegung La Marche können wir uns zum Vorbild nehmen. Sie haben 2017 alle Etablierten in die Opposition geschickt. Wir haben in diesem Land mit eurer Kraft, mit eurem Willen und eurem Mut und mit eurer Liebe zu dieser Heimat die gleichen und fairen Chancen, wenn wir sie uns nehmen. Und deswegen, lieber Ralf, danke ich dir, dass du heute Morgen ganz früh in Hamburg losgefahren bist, wie auch der Walter da hinten und wie die Andrea, wie ganz viele heute auch hier aus Hamburg sind, um uns zu unterstützen. Denn Bürger für Deutschland ist kein Thüringer Gewächs, sondern Bürger für Deutschland hat einen Vorstand, der sich aus ganz vielen Deutschen aus den verschiedensten Bundesländern zusammensetzt. Und ich lege auch Wert drauf, nicht nur Deutsche, sondern Menschen, die in dieses Land gekommen sind, die sich hier eine Existenz aufgebaut haben und die gemeinsam mit uns für unser Grundgesetz streiten wollen und es genauso wie wir akzeptieren, liebhaben und für diese Rechte gemeinsam mit uns auch auf diesem Platz stehen heute. Und deswegen mache ich jetzt etwas, was mir mein... Naja, ich pass auf, dass ich jetzt nicht anfange zu weinen. Das ist ein Brief einer Jüdin.
Erster Brief von Lea. Lea wäre heute gern hier, aber heute ist Schabbat. Heute kann sie nicht hier sein, in einem Land, das Religionsfreiheit achtet und lebt. Wird sie heute nicht hier sein können, weil sie es von ihrer Religion her nicht kann. Aber sie kann uns eine Botschaft schicken. Und auch für die Presse, wenn sie denn da ist, habe ich diesen Brief nachher über den Holger in mehrfacher Auswertigung. Ich werde ihn nicht in Gänze vortragen. Aber inhaltlich zusammengefasst kann man Folgendes sagen zu Lea. Lea hat mittlerweile Angst, in Deutschland zu sagen, dass sie Jüdin ist. Lea sagt aber, weil sie genauso maßnahmenkritisch ist, immer wenn sie die Maßnahmen kritisiert, dass sie Jüdin ist. Lasst es bitte euch sacken, was dieser Satz beinhaltet. In einem freien Land, dass man sich rechtfertigen muss mit seiner Herkunft, um eine Kritik in einer Demokratie üben zu können. Und deswegen, ich habe diesen Brief, ich stelle den nachher ins Netz, liebe Lea, weil es ist heute verdammt kalt hier. Und wir haben noch ein paar Redner. Und ich danke Lea für diesen wunderbaren Brief. Und geht bitte mit diesem Gefühl nach Hause. Und kommt nachher vielleicht auch mit zum Buchenwaldplatz, wo wir nochmal eine neue Kundgebung haben für 15 Minuten. Wo wir einen Kranz für alle Opfer des Nationalsozialismus und aller Diktaturen niederlegen werden. Und ich habe jetzt einen Redner, eigentlich einen väterlichen Freund. Reklef, du bist es nicht, nein. Reklef, komm hoch. Ja? Zu Reklef gibt es viel zu erzählen. Reklef ist Pfarrer im Ruhestand, kennt Weimar sehr gut, ist nach der Wiedervereinigung hierher gekommen, war der Jugendpfarrer dieser Stadt. Und war der Mensch, der als Jugendpfarrer hier in Weimar, als Mr. Le Peng, der Ministerpräsident der Republik China 1992 da war, gegen ihn protestiert hat, und zwar wegen des Massakers auf dem Platz des Friedens in Peking. Ihr alle kennt noch die Rede von Egon Krenz, die älter sind, zu dem Thema. Und deswegen geht auch hier weiter, was vielleicht in den letzten Jahren ein Stück weit verloren gegangen ist unter uns. Die Wiedervereinigung ist noch nicht vollendet. Aber wir haben sie jetzt gemeinsam als Deutsche und mit all unseren Freunden, die in diesem Land leben, die Chance, sie so zu verenden, dass die Spaltung, der Hass und der Neid zu dem einen und anderen aufhört. In einer Gesellschaft, die sich auszeichnet aus Freiheit, Brüderlichkeit und, sagen wir es heutzutage auch, in Schwesterlichkeit. Reklef. Ja, lieber Klaasen, für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen, an dem Tag, an dem wir an das Zusammentreten der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 an diesem Ort denken, bin ich sehr dankbar. Und wie Klaasen schon eben gesagt hat, nach seiner Einladung habe ich mich an den 7. Juli 1994 hier in der Stadt erinnert. Damals wollten die evangelische Studierengemeinde und ich als ihr Pfarrer gegen den chinesischen Ministerpräsidenten Li Peng vor dem Hotel zum Elefanten demonstrieren. Li Peng war der Verantwortliche für die militärische Niederschlagung der Demonstrationen für mehr gesellschaftliche und politische Freiheiten in China im Juni 1989. In Deutschland, in Thüringen und in Weimar aber war der Schlechter von Peking, wie er genannt wurde, mit Recht willkommen. Unsere genehmigte Demonstration für die Menschenrechte und die Freiheitsrechte in Weimar wurde darum in letzter Minute untersagt. Wir klagten vor dem Verwaltungsgericht damals gegen den Innenminister Franz Schuster und
wir bekamen recht. Das Demonstrationsverbot war gesetzeswidrig. Weimar hat offenbar immer wieder Richter und auch 1921 und 2021, die mutig ihrem Auftrag folgen, katastrophale Fehlentscheidungen auch so zu nennen. Und das ist ermutigend. Und das schafft Hoffnung in trüben Zeiten. Ja, die jetzige Zeit ist trübe und sie ist verdüstert. Das Coronavirus ist in der Lage, eine schlimme, eine mitunter tödliche Krankheit auszulösen, und darum muss es bekämpft werden. Nicht nur von den Regierungen, sondern von uns allen, auch von dir, durch kluges, durch rücksichtsvolles Verhalten, mit einem gesunden Menschenverstand, der uns als Homo sapiens auszeichnet. Das Virus in seiner Eigenart scheint jedoch auf eine hinterhältige Weise auch ganz anders ansteckend zu sein als durch Tröpfcheninfektion. Das Heimtückische ist, dass er das hässliche Wort von Risikogruppen eingeführt und Wirklichkeit hat werden lassen. Diese Risikogruppen gibt es offenbar auch in der Mutation des Virus in unserem Miteinander, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Und diese Mutation ins Geistige, die breitet sich mit einer wachsenden Inzidenzzahl unter uns aus. Als bekannt wurde, dass ich heute hier sprechen würde, haben sich frühere Freunde, vermeintliche Freunde, ohne mich vorher anzusprechen oder mich zu fragen, in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und sich darin nachdrücklich von mir distanziert, weil ich bei einer wörtlich unverantwortlichen Inszenierung im Querdenkermilieu auftreten würde. Das ist krass. Aber du kennst das ja auch und du erlebst es immer wieder. Sag mir, wie du zu Corona stehst, und ich sage dir, ob ich dich noch mögen kann. Unzählige Freundschaften sind zerbrochen, nur weil jemand meint, die regierungsamtlich verordneten Anti-Corona-Maßnahmen in ihrer Holzhammer- und in ihrer Rasenmähermethodik seien im Einzelnen diskussionswürdig oder überzogen. Und bis in die Familien sogar reicht der Riss, der unsere Gesellschaft auseinandertreibt, der unsere Gesellschaft spaltet. Zwietracht und Hass, das ist die Tröpfcheninfektion, mit der sich die geistige Form des Virus unter uns ausbreitet. Und viele reagieren hilflos und panisch darauf. Entweder begeben sie sich freiwillig in Selbstquarantäne und behalten ihre Meinung nur noch ganz für sich, oder sie ziehen sich völlig in ihr eigenes Milieu, in die vermeintliche Sicherheit von Gleichgesinnten zurück. Aber die Folge ist immer die gleiche. Das Gespräch, der Dialog, die Diskussion und die Debatte werden abgebrochen und finden nicht mehr statt. Und Ralf Ludwig zum Beispiel gilt dann offenbar als so hochinfektiös, dass andere sich nur deshalb, weil ich nach ihm spreche, von mir absondern zu müssen meinen und sich dann in Selbstquarantäne begeben, um nichts mehr mit mir zu tun zu haben. Dieses Virus ist giftig, denn es zerstört nachhaltig unsere Demokratie, unser Zusammenleben. Es sind die Kontaktverbote, die verordneten wie die selbst auferlegten Kontaktverbote, die eine nicht hinnehmbare Einschränkung unserer Grundrechte sind.
Demokratie lebt vom Dialog. Und ohne Debatte bleibt nur noch die Verordnung, die Anordnung übrig. Und Dialog bedeutet, dass du die Meinung des anderen und der anderen hörst und sie prüfst und dich selber dadurch prüfen kannst und besser kennenlernst. Dialog bedeutet aber nicht, dass du die Ansicht des anderen übernehmen musst. Wo kommt das denn her? Was jedoch nicht passieren darf in einer Demokratie, dass du nicht mehr mit anderen sprichst, weil er einer anderen Meinung ist als du selbst. Und darum ist es so brandgefährlich, wenn der Staat dir nun sagt, welche Menschen und wie viele Menschen du wo treffen kannst. Es ist ein Grundrecht, mit anderen Menschen Kontakt zu pflegen. Das ist die Basis der Demokratie. Es gibt das Grundrecht, sich frei zu bewegen. Es gibt das Grundrecht, sich seinen Lebensunterhalt, Yvonne, verdienen zu dürfen. Es ist das Recht, sich selber um seine Existenz sorgen zu können. All das wird nun für bestimmte, für einseitig definierte Risikogruppen eingeschränkt und beschränkt von Beamten und Politikern mit gesicherten Einkommen, die dir sagen, das musst du jetzt einfach mal durchhalten und auf dich nehmen. Die Freiheit der Person, die Bewegungsfreiheit und das Recht auf soziale Nähe, sich umarmen und sich zu begegnen, das alles kann nicht einseitig über eine längere Zeit außer Kraft gesetzt werden. Ja, es ist so, das Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit sind natürlich Hauptgrundrechte. Aber das Leben der Demokratie und die Gesundheit unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens dürfen und können nicht dem einen Recht auf Gesundheit auf dem Altar geopfert werden. Grundrechte verpflichten dazu, nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern die Freiheit des Einzelnen und der Persönlichkeit zu achten. Der 6. Februar 1919 ist für mich eine Sternstunde und Wegmarke unserer Demokratiegeschichte. Damals herrschte eine Aufbruchsstimmung und viele Menschen verbanden mit der Demokratie die Hoffnung auf bessere Zeiten. Heute wollen uns Politiker mit der Hilfe einiger Wissenschaftler diese Hoffnung durch die Einschränkung der Demokratie nehmen. Und darum nochmals Danke an die Richter, die den Rechtsstaat bewahren und ihn aufrechterhalten. Aber es sind nicht nur die Richter an den Amtsgerichten, Verwaltungsgerichten und Verfassungsgerichten gefragt, sondern du bist gefragt. Es kostet allerdings heute Mut und Kraft. Friedrich Ebert, der 1919 hier im Theater gesprochen hat und dessen 150. Geburtstag wir vorgestern gedacht haben, ihm kostete es auch sein Einsatz so viel Kraft, dass er depressiv und schwer krank mit 54 Jahren gestorben ist. Lass uns heute gemeinsam und miteinander und im Dialog miteinander dafür sorgen, dass Friedrich Eberts Werk nicht untergeht. Der Bundespräsident Gustav Heinemann sagte über Ebert, was er erstrebte, war die demokratische Selbstbestimmung des ganzen Volkes über seinen künftigen Weg. Der künftige Weg, er steht auch heute wieder auf dem Spiel. Und du gehörst zu diesem ganzen Volk, zu unserem Volk. Und wir lassen unser Volk nicht in bestimmte Gruppen auseinanderdividieren. Wir lassen uns nicht ausgrenzen und einschränken. Und darum ist deine Mitbeteiligung
und ist deine Mitverantwortung gefragt. Und darum danke ich dafür, dass die Bürger für Deutschland diesen Dialog aller Demokratinnen und Demokraten und nicht nur der Gleichgesinnten untereinander ermöglicht. Danke. Guter Neuanfang heute. Den Hygienebestimmungen direkt habe ich jetzt auch wieder den Straps hier oben drauf. Lieber Rieklev, danke für deine herzergreifende Rede. Und jetzt kommt für mich, glaube ich, der größte Spagat in meinem eigenen politischen Wirken und Leben, jetzt jemanden anzusagen, der mit Ralf, da habt ihr gemerkt, da sind wir, was die Ausrichtung unserer Gesellschaft angeht, ich persönlich nicht so weit weg. Hier steht jetzt der Karol. Wir sehen uns menschlich. Das haben wir gestern gemerkt. Ganz sympathisch. Aber wir sind politisch. Ich glaube, so weit wie der Südpol vom Nordpol entfernt. Aber darum geht es gerade nicht. Weil auch er, genauso wie wir, für das Ende dieses Ausnahmezustandes in Deutschland streitet. Aber, und das ist das Spannende, er kommt von den Freien Linken. Und das kostet mich Mut, ihn hier so anzusagen, weil er in seiner Vereinigung sehr viel Streit hatte, heute hier zu reden. Und ich hatte nicht minder großen Druck auf meinen Schultern, das heute hier so möglich zu machen. Und jetzt bitte ich, ganz persönlich, meine Bürger für Thüringen, nehmt einfach an, dass er jetzt hier redet. Und auch das gehört in der Demokratie dazu. Und wenn wir mit Vorbild in die Zukunft gehen wollen, dann können wir diesen Diskurs, diesen Streit um die Richtung immer ermöglichen. Wir können andere Wege gehen und vorschlagen. Aber in einem Grundsatz sind wir uns hier auf dieser Bühne heute einig. Schluss mit diesen endlos quälenden Maßnahmen. Vielen Dank, lieber Klaassen, dass du uns hier auf der Bühne haben wolltest und es möglich gemacht hast. Wir sind dafür bereit, zusammen mit liberalen, konservativen, linken Kräften diesen Notstand und Ausnahmezustand zu beenden. In dieser schweren Stunde wollen wir zusammenstehen und für das Recht, für das Recht und die Demokratie kämpfen, dass wir gemeinsam und später wieder streiten dürfen. Darum geht es uns. Liebe Weimarer, liebe Demokraten, ich spreche hier im Namen der frisch formierten Freien Linken, einer Gruppierung von Linken, die bei Verstand geblieben ist, sich nicht hat gleichschalten lassen wie die Mehrheitslinke in Parlament, Straße und Medien. Sogenannte Linke, die zusammen mit den Ausbeutern und Unterdrückung auf niederträchtige Weise die Demokratiebewegung gegen die Demokratiebewegung agieren. Die nicht verstehen, dass Schockstrategie und inszenierte Krise einem globalen, nie gesehenen Abbau unserer Grundrechte dienen, sondern dem Aufbau eines unmenschlichen und noch ausbeuterischen autoritären Überwachungskapitalismus, in deren Zuge wir einen weltweit ungeheuerlichen Verlust an Arbeitsplätzen mit ansehen, der auch unser Land nicht verschont und nicht verschonen wird und den niemand haben will, der noch Humanität besitzt. Humanität, von der der große Herder hier an seiner Weimarer Wirkstätte sagte, dass unser Geschlecht mit ihr lediglich begabt sei, die sich nur ausbilden kann, wenn der Mensch frei und materiell abgesichert ist. Heute sind wir hier, um unseren ausdrücklichen Respekt und Dank an den Weimarer Richter Matthias Gericke zu übermitteln. Vielen Dank, lieber Matthias Gericke, der mit seinem Mut und seiner Selbstlosigkeit um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich verdient gemacht hat und deren Willen wir heute alle gemeinsam hier sind. Die Arbeiterbewegung ist Erbin der Aufklärung und steht in der Tradition der großen bürgerlichen französischen Revolution.
wo es um die Verteidigung der Errungenschaften von 1789 geht. Da stehen wir zusammen mit liberalen und konservativen Antifaschisten, wie wir sie hier alle sind. Die demokratischen Errungenschaften in Deutschland und der Welt wären ohne die Arbeiterbewegung nie zustande gekommen. Ihr Kampf und ihre Revolutionen waren fast immer friedlich. Nicht so die der Konterrevolution und die permanente Repression der herrschenden Klassen. Vor 150 Jahren hat man die Aufständischen der Pariser Kommune in Massenabfertigung niedergeschossen. Frauen und Kinder selbstverständlich inklusive. Warum diese historischen Exkurse? Man wird sie in Weimar schon leid sein. Fehlen bloß noch Goethe- oder Schiller-Zitate. Darum, meine lieben Damen und Herren, weil man sich nichts vormachen darf über die Natur der Mächtigen, die das Volk seit einem Jahr offen terrorisieren. Deshalb kann ich mich hier neben Goethe als Schwabe nicht um den schwäbischen Gruß drücken. Er aber, der die Krankheit und das Leid der Menschen missbrauchende Politiker, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Die Demokratisierung wurde stets vor allem von der Arbeiterbewegung vorangetrieben. Deshalb stehen wir gemäß unserer Tradition heute hier, wo vor 102 Jahren die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung zusammentrat und sich Deutschland dank der von links angeführten Novemberrevolution erstmals eine demokratische Verfassung gab. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht erst heute, nein. Bereits damals gab es Teile der Linken, die Staat und Kapital treu ergeben waren, die soziale Revolution verhindert haben. Einer von ihnen, Janowski, der andere, Friedrich Ebert, sprach vor 102 Jahren hier im Deutschen Nationaltheater zu meiner Rechten mit Verweis auf die Weimarer Klassik folgende Worte, Zitat: So wollen wir an die Arbeit gehen, unser großes Ziel fest vor Augen, das Recht des deutschen Volkes zu wahren, verflucht, nee, das hat er nicht gesagt, das Recht des deutschen Volkes zu wahren, eine starke Demokratie zu verankern und sie mit wahrem sozialem Geist und sozialistischer Tat zu erfüllen. Zitat Ende. Die Worte Eberts sind die unseren und deshalb sind wir hier. Die Taten Eberts sind es nicht. Er sprach diese Worte kaum zwei Wochen, nachdem seine SPD die Kommunisten Luxemburg und Liebknecht ermorden ließ, sowie die soziale Revolution in Berlin niedermetzeln ließ. Zu Recht sprach deshalb der liberal-konservative Publizist und Antifaschist Sebastian Haffner davon, dass das Ausbleiben der sozialen Revolution der maßgebliche Grund für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie war. Gleiches gilt heute für die Berliner Republik. Wir verteidigen die Grundrechte und sind Linke, weil die Würde des Menschen nicht nur auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit unantastbar sein soll und für alle Menschen gelten soll. Die Würde des Menschen aber wird sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene in widerwärtigster Weise durch das kapitalistische System und seine Handlanger mit Füßen getreten. Massive Ungleichheit und Ungerechtigkeit, imperialistische Kriege und Kriegsvorbereitung, wohin das Auge nur sieht. Durch den weltweiten Ausnahmezustand sind zusätzlich Abermillionen Menschen verhungert, als ob das nicht schon genug davon gäbe. In einem System, das Nahrung für mehr Menschen bereithält, wie wir auf der Erde sind, wohlgemerkt. Diejenigen der 99%, die noch ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten zu Dumpinglöhnen verschachern müssen, die noch nicht durch die Schikane der Jobcenter zu gebrochenen Menschen gemacht wurden, die dafür auf Arbeit alles über sich ergehen lassen müssen, aus Sorge um Haus, Hof und Familie, die jetzt in beengten Verhältnissen eingesperrt sind, deren Kinder gefoltert durch Masken und asoziale Distanzierung in ihrer Bildung verkrüppelt und behindert werden. Deren Alte in Altenheimen seit Jahren im Akkord von völlig ausgebeuteten Pflegern zu Profitzwecken für Kapitalisten abgefertigt werden, denen
den man jetzt noch diesen Windeseile zusammengepanschte Gift als Gnadenschuss hineinjagt, damit die arschreichen Aktionäre noch reicher werden. Nein, hier ist keine Würde, nirgendwo. Und deshalb sind wir heute alle hier, weil wir es mit Schiller halten, der sagte: Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtigkeit zu dulden. Aus all dem und dem, was ihr sowieso aus eurem eigenen Lebens- und Arbeitserfahrung wisst, was die Reichen und Mächtigen treiben, sollte doch völlig klar sein, dass wir gerade mit Sicherheit keinen Übergang zum Sozialismus oder Kommunismus sehen, wie manche Rechte und Linke in geistlicher Umnachtung fabulieren. Freiheit! Genau, Moment. Sondern wir sehen hier den Versuch, die Klassengesellschaft ohne dafür notwendige Unterwerfung auf Dauer zu stellen. Was wir sehen, ist das Gegenteil von Kommunismus, der die klassenlose Gesellschaft freier Menschen will, die übrigens vielleicht gar nicht so weit weg ist von der Idee der Menschheitsfamilie, der Demokratiebewegung. Die Menschheitsfamilie aber wird Illusion bleiben, solange Kapitalismus und Kapitalisten herrschen. Und deshalb muss die Demokratiebewegung nach links, um ihre Ziele zu erreichen. Nur ökonomische und soziale Gleichheit ohne demokratische und gesellschaftliche Verwaltung der Wirtschaft im Gemeinbesitze aller kann überhaupt den Anfangsgrund einer wahrhaft freien Gesellschaft liefern. Und deshalb stehen wir als Linke hier und sagen mit Bakunin, dass wirkliche Freiheit und Sozialismus unbedingt zusammengehören. Zitat: Wir sind überzeugt, dass Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit und Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität bedeutet. Sozialismus hat nichts mit Rechtslosigkeit zu tun, sondern mit Verwirklichung des Menschenrechts in aller Welt. Selbstverständlich stimmen wir den Grundrechten zu, betonen aber gleichzeitig, dass sie im Rahmen der Herrschaft des Großkapitals ständig bedroht sind und deshalb damals wie heute nicht ausreichen. Zum Beispiel fehlen im Grundgesetz, anders als in der UNO-Deklaration von 1948, die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte sowie ihre Einklagbarkeit. Abschließend deshalb Max Reimanns prophetische Worte anlässlich der Verabschiedung des Grundgesetzes 49. Zitat: Wir unterschreiben nicht. Es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben. Dieser Tag ist heute da und deshalb stehen wir hier an eurer Seite. Die Freie Linke schließt diese Rede mit folgenden Sofortforderungen zum Ausnahmezustand. 1. Sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands. 2. Weg mit den Corona-Zwangsmaßnahmen und den Drecksmasken. 3. Bestrafung der Verantwortlichen für den Staatsstreich. 4. Aufarbeitung der Ereignisse durch eine von der Bevölkerung kontrollierte Untersuchungskommission. 5. Zum Gesundheitswesen. 3 Forderungen. 1. Weg mit den Fallpauschalen im Gesundheitswesen. Krankenhausfinanzierung wie früher nach Pflegesätzen. 2. Keine weiteren Krankenhausschließungen mehr. 3. Überführung des kompletten Gesundheitssektors in öffentliche Hand. Zur sozialen Frage. 1. Vermögenssteuer sofort. 2. Für eine armutsfeste Grundsicherung weg mit Hartz IV. 3. Erhöhung des Mindestlohns und der Löhne im Allgemeinen, um die Wirtschaft anzukurbeln. 4. Weg mit der CO2-Steuer und Senkung der Mehrwertsteuer. 5. Wiederaufbauhilfen für den Mittelstand. 6. Wiederherstellung der Gemeinnützigkeit des Wohnens.
Und 7, massive Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Und zu guter Letzt, Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Nieder mit der Tyrannei, es lebe die Freiheit und das Menschenrecht. Danke. Ja.